Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu 7 Days to Die mit den Tjonne. Hallo! Und mit mir. Hallo. Hui. Geil, auf die Entfernung habe ich jetzt gerade die Wand geschlagen mit der Fackel. Geil. Oh, du Ja. bist ja auch so, Ja, oh, ja. so der Burner. Ja. So, ich werde jetzt nochmal einen Versuch unternehmen. Kommt gerade komische Musik. Ja, Weil Tag so geworden ist, ganz oder was? mechanische So. Musik. Melancholisch heißt das. So, Oder ich so. versuche jetzt nochmal dieses Schloss zu knacken, denn der Dietrich vom letzten Mal, der ist ja noch gut sozusagen. Achso, also wir sind wieder zurückgestiefelt. Ich natürlich wieder total überladen und wie das halt so ist. Fuß krank, Fuß Pilz, Fuß alles. Der Dietrich ist zerbrochen. Schade. War kurz vorm Ende und jetzt ist Dietrich kaputt. Eine kurze Schweigeminute für Dietrich. So, reicht. Das war noch keine Jetzt müssen wir Schweigeminute. die Donnerbüchse auch noch mitschleppen. Das ist doch. Mumpitz ist das so. Muss man, kann man die jetzt schon. Wie lädt man die mit. Ich habe einen Schuss drin. Das geht nicht gut, wenn ich schieße. Einfach nur linke Maustaste, dann lädt er automatisch. Aha. Cool. Okay, aber brauche ich jetzt ja nicht. Die Büchse ist fast kaputt. Nein, also nicht fast kaputt. Hat ein gutes Drittel verloren. Ja, was wollen wir jetzt machen? Wieder zurück Ja. oder was? Also, naja, es ist 4:20 Uhr. Ich weiß nicht, wie es draußen so ist. In the Ich würde hood, ne? Weißt du? sagen, wir können auch den Händler besuchen, dann können wir Quests annehmen und Geld Okay, verdienen. also wenn wir den Händler besuchen, dann nehme ich aber das ganze Messing mal mit. Was mache ich hier mit Goldklumpen und Silberklumpen? Kannst du verkaufen, kannst du behalten, entscheid dich für das, Ja, was du hier kann man die willst. denn nachher noch für irgendwas gebrauchen? Ich habe sie bis jetzt noch nicht einmal gebraucht. Du kannst sie sicherlich für irgendwas nachher gebrauchen. Aber wie gesagt, du musst vieles erst freischalten, bevor du es wirklich Was ist endgültig. mit dem Scheinegeld? Kannst du auch verkaufen. Kann man verkaufen. Was kann man denn noch Schönes verkaufen? Was habe ich denn hier alles noch so? Ja, das kann man bestimmt alles noch hier. Verrottendes Fleisch. Das solltest du nicht verkaufen, weil das brauchst du nachher für deine Anbausachen für Getreide, Früchte und weiß nicht alles. Okay, also das Geld, die Jetons nehme ich mit. Die Muni für die Büchse nehme ich mit. Und Kupfer und Geld zum Verzocken. Jo, das machen wir noch mal. Dann wollen wir noch mal den Händler suchen. So, warte mal, ich gucke auch noch mal, ob ich was verkaufen kann. Na ja gut, wenn du da noch zugange bist, dann kann ich ja eben noch mal gucken. Ich würde mal vermuten, das könnte auf Steine hinauslaufen, das könnte auf Holz hinauslaufen, wenn ich versuche, jeden einen oder anderen Gegenstand noch zu reparieren. Hätte ich jetzt zum Beispiel die Steinschaufel. Kann ich reparieren, die Steinaxt kann ich reparieren und die Donnerbüchse kann ich nicht reparieren, wie erwartet. Ja, ich glaube, da brauchst du Reparaturkit, ne? Achso, sowas habe ich ja. Die Frage ist natürlich, ob sich das lohnt. Die Sachen wollte ich natürlich nicht mehr mitnehmen hier. Weiß ja nicht, wie Na gut. viele Donnerbüchsen du noch hast. Ich nehme jetzt nur die eine mit und die hat ein Drittel verloren. Aber du hast noch welche, ne? Im Eine Donnerbüchse Inventarkiste? ist im Inventar habe ich keine Donnerbüchse mehr mit, nein. Und in Die der habe Kiste? ich in der Kiste liegen lassen, eine jetzt. Dann brauchst du die jetzt noch nicht reparieren, wenn du noch welche in der Kiste hast. Ja, das machen wir mal. Und denn? Die Reparaturkits würde ich mal an deiner Stelle halt wirklich für die AKs nachher aufheben oder für die richtigen Okay. Waffen. Richtig, 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 richtig. Ich suche den Müll unberührt. Ja, Ach acht so, Nägel. und wenn wir jetzt hier schon durch die Gegend laufen, müssen wir auch mal ein bisschen drauf achten. Hier sind auch manchmal Flugzeuge, die was abwerfen. Ich sehe eigentlich eher. Oh, ich habe Hunger, glaube ich. Oder ich kriege Hunger. Da, also der sieht sehr melodramatisch aus, der Kollege hier. Er scheint auch schon tot zu sein. Er ist Ah. gerade weggeflopst. Klingt ja nicht so, ne?
Wow. Wenn er mal stillhalten würde, würde es was bringen. Okay. So, wenn ich jetzt so ein schimmeliges Sandwich esse, dann verliere ich dann wieder irgendwas? Ja, wahrscheinlich. Nein, eigentlich nicht. Ich habe auch irgendwie nur noch 42 Heal, sehe ich gerade. Und ich habe Hunger. Oh oh. Voll im Arsch. Schossen. Ja, du triffst mich. Entschuldigung. Oh, das mach ich mal. Mach mal. Was denn? Kannst doch den schmierigen Lappen hier nicht mit der Schaufel bearbeiten. Du hattest doch keine Schaufel in der Hand. Ich hab einen Knüppel in der Hand. Wow. So. Ist ganz schön was los, ne? Ja. So, ist es auch noch vor 6. Okay, alles klar. Und ich habe schon wieder. Warum funktioniert das mit meiner Ausdauer schon wieder nicht? Hab ich schon wieder Durst oder was? Tja. Oh, ah, Mann. Oh, schon mal das nächste zu essen bereitlegen. Ach, immer diese. Ich kann das. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das mit meiner Ausdauer nicht hinhaut. Ja, ich weiß es halt einfach. Ich kann es dir sagen, aber das wirst du wahrscheinlich nicht gerne hören. Na? Das ist hat nichts mit dem Alter zu tun. Nein, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Ach Mann. Das hat nichts mit dem Alter zu tun. Das ist was mit meinem Gewicht zu tun hat. Das würde ich mir auch gefallen lassen. Aber so alt bin ich. Oh, da hinten steht jemand und ist am Moschen. Aber wir müssen durchs Wasser. Ja, mal, dann komm. Wollen wir da so durchschwimmen? Man kann sogar tauchen. Da unten liegen Steine am Grund des Sees. Ja, auch spannend. Sollen wir aufhören, die Badegäste zu belästigen hier, sag mal? Dieser Ort lebt vom Tourismus. Ja, komm, aber ganz sauber ist der ja auch, wenn es eine Bahn gibt, ne? Hier, wasch die mal. Nicht nur Zombie, sondern auch Wasserleiche. Die Idee hat es echt hart getroffen. So, was haben wir denn da? Ein bisschen Plastikmüll und Sekundenkleber. Das ist doch keiner Traum. Da hinten läuft noch ein Zombie. Wollen wir den noch mitnehmen, oder? Ja, mach du mal. Ich habe nur noch 10 Gesundheit. Du hast nur noch 10 Gesundheit? Ja. Das ist ja nicht so cool. So, Alter, ist der Händler weit weg. Das geht noch. Für 600 Meter so lange braucht. Oder 700 Meter. Naja. Okay. Ja, ich klemme mir mal einen Kommentar. Komm mal her, du. Guck mal, ich habe einen kleinen Smiley auf meine Keule gemalt. Magst du mal gucken? Nee. Oh, guck mal. Jetzt ist nach 6 Uhr und plötzlich ist das Brummeln weg und die Vögel zwitschern und oh, ist das schön. Oh. Oh. Alter Schwede, muss er mich so erschrecken? Ja. Kommen Sie rein. Moin, das ist ja schön. Und mach mal die Tür zu. Was wäre das sonst für ein Schutzpunkt, gell? Wenn du die Türen offen lässt. Das ist nur was für Anfänger. Oh! Ihr hat aber viel Talent. What are you buying today? Was? Achso, ja. Kannst du dich mal auf das Wesentliche konzentrieren? Das Stethoskop, das Sie da haben, darf ich das mal ganz kurz?
Müsst du ihnen mal die Lungenflügel abhorchen? Darf ich? Hast du irgendwelche Aufgaben? Darf ich dein Inventar sehen? Hier darf ich dein... offensichtlich nicht. Und kann ich jetzt verkaufen? Verkaufen. Alles. Verkaufen. Und jetzt hat sie kein Geld mehr, oder was? Ja, sie ist pleite wegen dir. Das ist ja super. Weil ich kann nichts mehr verkaufen, kann nicht mal auf ihr Inventar zugreifen. Weil du alles blockierst. Nee, ja, entschuldige bitte, dass ich hier Geld für uns verdiene. Es tut mir so leid. Ach, sie will einfach kein Messing mehr kaufen. Okay. Aber jetzt sagst du. Das ist nett. Oh, du bist ja auch gar nicht mehr da. Nee, dann kann ich ja wieder. Hey. Ich unterhalte mich so gerne mit ihr, weil sie so talentiert ist. Ja, weil sie zwei Oberweiten vorne hat, ne? Ist klar. Obwohl, nee, ich glaube, ich wäre eher bei Hüfte und Bauch und so dabei. Oberweite finde ich gar nicht so spannend. Haben wir hier denn noch ein paar Automaten? Das ist für den Multiplayer, ne? Diese komischen Automaten. Nee, den kannst du auch benutzen. Wenn jetzt zum Beispiel ich auf deinen Server joinen würde, in der Zeit, wo du nicht da bist, könnte ich dir praktisch in den Automaten was hinterlassen, was dir helfen könnte. Ja, also genau, bla bla. Hm, okay. Also brauchen wir nicht. Du solltest da trotzdem zwischendurch mal reingucken, weil da meistens noch Essen oder so drin ist. Durchsuche zerstörte Chemiestation. Das habe ich gerade gemacht. Oh, was haben wir denn hier denn? Heidelbeerpflanze. Kann man da irgendwie was machen mit? Ja, du kannst sie anbauen. Ja, aber die stehen ja nun schon hier. Die brauche ich ja nicht anbauen, wenn die da schon stehen. Dann bau sie ab und dann nehmen ja die nicht. Samen mit. Also ich weiß nicht, ob man... Was machst du da? Ich gucke. Aha. Bin ich dich hier? Weißt du, ich nehme dich hier mit in den Laden. Ich nehme dich mit zum Einkaufen. Was machst du? Rennst hier in die Büros und beklaust die Leute. Ich glaube das einfach nicht. Oh, was ist denn hier oben, meine ich? Oh, schöne Aussicht ist hier oben auf jeden Fall. Ach, guck. Da hinten, da wohnen wir. Da hinten irgendwo. Wieder sehe. Okay, wenn man sich den Rasen so anguckt, sieht man schon ein gewisses Muster, würde ich sagen. Oh, ich habe schon wieder Hunger. Oder Durchfall, ich weiß es nicht. Hol ich mir mal eine Dose rein. Schmackofatz. Jetzt rennst du hier einmal komplett rum, oder was? Ja, jeder gar nicht mal schlank, weißt du? Geil. Mach ich das jetzt auch mal. Cool, das ist ja. Aber über das Anstrengen deine alten Knochen. Ah. Aber jetzt bin ich hier irgendwie fast auf die Fresse geflogen. Ja, ich habe gesagt, über Anstrengen deine alten Knochen. Wie? Oh. Wie tief darf man denn springen, ohne dass man Schaden kriegt? Du könntest, glaube ich, noch von dort runter springen, ja. Okay. So, jetzt habe ich, bist du jetzt fertig mit ihr hier? Ja, ich habe eine Aufgabe angenommen. Müsste nochmal eine Leibesvisitation unternehmen. gefütterte Beinschienen könnte ich mir kaufen. Also ich habe jetzt Geld, jetzt muss ich mal gucken. So, 1251 habe ich jetzt. Das viel? Ja. Ich sag mal so, es reicht für den Anfang. Es geht noch mehr nachher. Verrottetes Fleisch könnte ich hier verkaufen. Fell könnte ich verkaufen. Knochen könnte ich verkaufen. Nö, das brauche ich, das ist ja alles. So, das will ich alles gar nicht verkaufen. Was finde ich denn hier? So eine Bleitrophäe brauche ich nicht. Gefütterte Beinschienen könnte ich sozusagen kaufen. Die haben weniger Rüstung als das, was ich anhabe. Aber Ausdauersekunde, Beweglichkeit und Geräuscherhöhung. -20%.
Also die wäre ein bisschen leiser als das, was ich gerade trage. Okay, also die hat irgendwie nichts, was mich interessiert, würde ich jetzt gerade mal vermuten. Maisbrot, Gesundheit, vielleicht sollte ich ein bisschen was zu essen mitnehmen. Mehr nicht schlecht. Macht das Sinn? Ja, Maisbrot, das macht Sinn. 32, kaufen. Haben wir noch schönes Blaubeerkuchen, der ist aber scheiße teuer. Der hat, macht aber auch richtig geil Nahrung und gesund. Alter. Okay, ein Glas Honig. Maximal Infektion heilen 5%. Ach so. Und Honig, mit Honig heilt man Infektion. Das ist ja krass. Nehme ich immer mit. Wieder auffüllen, Tag 7. Der Blaubeerkuchen, der sieht schon ziemlich cool aus, aber ich weiß nicht, ist das teuer? Was denn? 248 für einen Blaubeerkuchen. Nahrung, ja. Nahrung 45, Gesundheit 22, maximaler Ausdauerbonus 20. Kann man machen, muss man nicht. Muss man aber nicht. So, ein Sofa könnte ich uns noch kaufen. Oh. Brauchen wir nicht. Für 36. Oh, aber das sieht so schön aus. Thanks for the business. Achso, und Quests müssen wir hier, glaube ich, mal nehmen, ne? Oder? Hast du irgendwelche Aufgaben? Ich habe eine Aufgabe schon, ja. Abholen, beseitige Zombies. Was hast du denn für eine Aufgabe? Bring die Vorräte zurück, abholen. 170 Meter Süden. Hurry back soon, and I'll have a nice bring die Vorräte zurück, ja. Habe ich jetzt auch. Willst du aber eine Quest machen, oder was? Ja, können wir machen. Okay. Du kannst gerne. Ja, bitte? Ich weiß nicht mal, wo du bist. Also du redest gerade mit ihr, ne? Gleich. Weil ich habe auch noch was zu verkaufen. Ach, plötzlich hat sie was zu verkaufen. Du verkaufst ihr gerade den Kram, den du ihr geklaut hast, oder was? Ja, genau. So kackendreist muss man erstmal sein. Ja, man muss ja irgendwie an Geld kommen. Guck mal hier, habe ich hier wunderschöne Bluse für dich. Oh, guck mal, die passt mir wie angegossen. Das ist ja toll. Die riecht sogar schon nach mir. Das ist ja toll. Man muss ja auch irgendwie an sein Geld kommen, ne? Also ich bitte dich. So, also meine Quest ist 150 Meter in die Richtung. Irgendwas Haariges war jetzt an meinem Bein. Achso, das war meine Katze. Will ich nicht wissen, will ich nicht wissen. Denk nicht dran, denk nicht dran, denk nicht. Ja. Nur noch 50 Leben, ey. 50? Ich hab 19. Oh, dann will ich mal nicht hoffen, dass du stirbst. Ah, herrlich. Ja. Blei habe ich hier gefunden. Okay, da wächst ein Baum mitten im Ding. Was war das? Da muss ich hin. Hier 30 Meter, sieht so aus, als wäre das in dieser Garage. Oh ne, da hinten, hinter der Garage. Jetzt hier. Drücke E zum Starten, was? Kann das nicht sehen, also... Drücke E zum Starten der Quest. Es ist ein Spieler in der Sehenswürdigkeit, in der du diese Quest... Bitte komm später zurück. Du musst hier raus. Ja, anscheinend. Versuch mal jetzt. Jetzt, ja. Ja, dann mache ich meine Quest so. Ich hab. Hä? Ja, aber jetzt ist sie ja weg. Und nu? Vorräte drinnen bleiben. Ja, du musst reingehen und die Quest erledigen. Viel Spaß. Ich mache dann meine. So. Du willst mich ja nicht dabei haben. Ich verstehe das gerade nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Was denn für eine Quest überhaupt? Also wenn du die Quest angenommen hast mit E,
Und er ist dir sagt, dass du reingehen sollst irgendwo und die Vorräte besorgen sollst. Es ist meistens so, dass die Vorräte in irgendein Haus oder Garage versteckt sind. Okay. Und die musst du suchen. So. Und dann begegnen dir dabei viele, viele Zombies, die du beseitigen musst. Super. Und du musst so lange bei der Quest beibleiben, bis du die Vorräte gefunden hast. Und du darfst mir dabei nicht helfen, oder was? Und ich darf dir anscheinend dabei nicht helfen. Und wenn du wieder zurückkommst, bist du... Nee, du kannst nicht zurückkommen, oder was? Ne, ich bin jetzt bei meiner Quest. Ne, du hättest ja nur einfach kurz rausgehen können und wenn ich die Quest angenommen habe, wieder zurückkommen können. Aber... Das wirst du schon schaffen, ich glaub an dich. Ich nicht. Ja, dann hast du ein mangelndes Selbstvertrauen. Wenn irgendwas ist, kannst du ja rufen. Ja. Ist doch nett von mir, oder? Ich hab so eine Angst. Oh, ich riech schon den Urin, den Angst-Urin. Direkt eingenässt hier. Man kann die Tür nicht. Müssen wir gucken, wenn wir die nächste Quest annehmen, dass wir die so teilen, dass jeder von uns die Quest sieht auch. Ja. Ups, das war der falsche. Bin schon wieder total überladen, ey. Vielleicht soll ich erstmal clearen hier. Alter! Liegt ein Gerippe auf dem Tisch und alles. Das ist ja ein bisschen eklig. Ein ausgeweideter Typi, der hier auf dem Tisch zerflossen ist. Der konnte sich nicht mehr halten. Ah, nett. Wow. Wie so ein Brennzombie im Haus. Ja, kann passieren. So, dass das Haus so ein bisschen angefackelt ist, oder was? Mhm. Ich habe nämlich hier auch gerade einen Zombie, der brennt. So. Kann ich jetzt hier auch? Nein, ich bin tot! Das ist nicht gut. Nee. Würde ich mal so sagen. Vor allem, weil ich den ganzen Weg jetzt zurücklegen darf, ne? Ja, stimmt, das ist nicht. Weißt du, spawnst nicht bei dem freundlichen Händler von dem an. Mhm. Hier, ne? So, jetzt muss ich mir erstmal eine Ersatzwaffe mitnehmen. Sag mal bitte gerade nichts. Muss mal hören, was um mich herum passiert. Hier. Oh, hier. Ich höre hier irgendwas. Ach, da. Bescheuert aus, die Alter. Okay. Okay, da geht's auch schon wieder. Oh, Alter, ist das verwinkelt hier. Ich bin schon wieder ohne Ende überladen. Kann nicht sein. Wieso bin ich ständig überladen und du nicht? Weil ich nicht jeden Schrott mitnehme? Ja, genau. Da siehst du, das wollte ich ja. Darum habe ich doch vorhin gefragt, ob ich irgendwas falsch mache. Naja, Papier zum Beispiel musst du nicht mitnehmen. Was? Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Oder so. Findest du den Fehler, oder?
Ich finde hier überall Kram, ey. Das ist doch. Das ist in einem Loot-Survival-Spiel nur mal so. Meine Axt verabschiede sich. Scheiße. Aber die tollen Vorräder habe ich auch noch nicht gefunden. Die sind auch ganz gut versteckt meistens. Musst du auch aufpassen. Auch hinter offenen Schranktüren können die versteckt sein. Auf der anderen Seite, wo das zu ist. Die sind in dem Punkt ganz, ganz clever gewesen. Da, wo du am wenigsten rechnest, sind sie meistens versteckt. Aber was? 1,2 Meter? 2,2. 2,3. Mach. 0,4 Meter? Hä? Bitte? 4,1 Meter. Ach, im Obergeschoss. Oh Gott. Muss ich jetzt echt oben auch noch aufrollen lassen? Ja. Aber mein Knüppel hält gar nicht mehr so lange. Wow, das hört sich nicht gut an. Höre ich den von unten jetzt auch schon wieder ein? Wahrscheinlich, weil da welche sind. Nee, unten habe ich alles geklärt. Ach, das ist er hier. Okay, der kam nicht von unten, sondern von der Seite. Hörte sich nur so an. Oh, angetäuscht hier. Da bleibt er extra lange liegen, damit ich denke, er ist tot. Wie ätzend ist das denn? Hört man. Kann ich nicht mehr mitnehmen. Oh, Alter. Brauche ich einen Malerpinsel? Ja, wenn du die Wände anstreichen willst bei uns, dann vielleicht ja. Aloe Vera Samen. Oh ja, die sollte ich vielleicht mitnehmen. Rote Farbe. Ich bin schon wieder voll gemüllt mit eigentlichem Kram und ich möchte davon eigentlich nichts wegwerfen. Die Dosen lasse ich hier. Oh Mann. Die Kapuze brauche ich auch nicht. Wieder eine Toilette durchsuchen, das ist so schön. Bisschen Wasser rausgefischt. Yummy. Da stehst du doch drauf. Ist richtig geil. Durchsuche Gepäck. Gepäck. Durchsuche Holzschreibtisch. Haben wir da schwarzes Kopftuch und Gärungsalkohol. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Warte ich nicht. Komm, ey. Das nehme ich jetzt nicht mit. Hier, Kunststoffabfall nehme ich nicht mit. Baumwollsamen habe ich auch schon gefunden. Cool. Alteisenstiefel. Da sollte ich vielleicht mal im Inventar gucken, ob ich die Stiefel, die ich momentan habe. Was habe ich denn momentan? Cowboy-Stiefel. 5-3 Alteisenstiefel. Die Alteisenstiefel und die lassen. Oh Gott. Ah. So, überlastet 17. Ich bin sehr hungrig, also werde ich jetzt erstmal. Was ist das hier Schönes? Eine Dose Lachs. Einer mit. So, jetzt werde ich erstmal ein bisschen was wegfuttern einfach. Einfach wieder ein bisschen mehr Platz. So, ein gekochtes Ei. Rein damit. Kann man sich auch überfressen? Nein. Du
Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel mehr gegessen hast und eigentlich komplett satt bist, dann siehst du unten, wo du auch deine Beinbrüche und so siehst, ja, eine Zahl, die dann so nach und nach abläuft. Das heißt, bevor du wieder richtig Hunger hast, nimmt er die ganzen verborgenen Energiewerte, die du schon aufgenommen hast, und ergänzt das dann gleich. Okay. Bis das Ganze dann aufgebraucht ist. Das ist ja total komfortabel. So, und du? Muss ich die Tür mit dem Hammer einschlagen, weil meine Axt quasi nicht mehr existent ist. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Genauso habe ich mir das vorgestellt, meine Damen und Herren. Das ist total super. Da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Ist repariert? Kann ich nicht reparieren, weil ich keine Steine dabei habe. Geil. Ja, dann, was hinter dieser Tür ist, werden wir in der nächsten Folge sehen, meine Lieben. Dann verabschieden wir uns in diesem Sinne und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Das klingt jetzt gar nicht gekünstelt. Schön. Tschüss.